Liebe Mitwirkende, liebe Gäste, herzlich willkommen zum ersten größeren Konzert an der MBO seit Beginn der Pandemie. Wir sind unheimlich froh, Sie hier und auch zu Hause über den Stream begrüßen zu dürfen. Was Sie gerade hörten, ist die Nationalhymne der Ukraine, deren Text klingt, als wäre er erst in den letzten Wochen entstanden. Ich zitiere: Noch sind der Ukraine Ruhm und Freiheit nicht gestorben. Noch wird uns lächeln, junge Brüder, das Schicksal. Verschwinden werden unsere Feinde wie Tau in der Sonne. Und auch wir, Brüder, werden Herren im eigenen Land sein. Tatsächlich ist es keine Beschreibung der aktuellen Situation. Der Text wurde bereits 1862 verfasst. Die bittere Realität ist, die Feinde heute werden nicht verschwinden wie Tau in der Sonne. Und leider wird es noch dauern, bis die Ukraine wieder Herren im eigenen Land sind. Nach allem, was man liest, wird mit jedem Tag, an dem der russische Vormarsch stockt, der Krieg rücksichtsloser und blutiger geführt werden, mit immer mehr Opfern in der ukrainischen Zivilbevölkerung. Das Leid der Menschen dort lässt sich kaum wiedergeben. Wir in Deutschland dagegen leben in einer sehr privilegierten Position. Meine Generation, die vor mir und die danach, haben das unermessliche Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort geboren zu sein. Um ehrlich zu sein, manchmal schäme ich mich dafür. Ich schäme mich, wenn ich einen 80-jährigen Mann sehe, der mit der Schrotflinte in der Hand sein Dorf verteidigt, während ich mit meiner Tochter, meinem Sohn, meiner Frau auf dem warmen Sofa sitze. Dieses Gefühl ist völlig irrational und vor allem völlig sinnlos. Denn wem hilft das? Sehr viele Menschen in Deutschland sind gerade sehr hilfsbereit. Sie tun etwas gegen ihre Angst, gegen ihre irgendwie diese Begrenztheit. Und sie machen etwas, um aktiv zu werden. Sie nehmen geflüchtete Menschen in ihrem Zuhause auf, verteilen Essen, warten am Busbahnhof, am Hauptbahnhof, spenden Geld. Je nach den eigenen Möglichkeiten. Nicht jeder hat Raum oder auch das Geld, um was zu tun. Aber da kommen Sie und wir irgendwie alle ins Spiel. Die MBO hat ein Konto eingerichtet, auf dem wir Spenden sammeln für die Ukraine-Hilfe Berlin. Die GSV wird nachher noch mehr zu diesem Verein sagen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe hin und wieder Geld bereut, das ich für materielle Dinge ausgegeben habe. Ein elektrischer Milchaufschäumer, der nach 3 Tagen den Geist aufgibt, oder ein paar Schuhe, die zwar im Sonderangebot, aber dennoch eine ganze Nummer zu klein sind. Was ich allerdings in meinem Leben noch nie bereut habe, war Geld, das ich verschenkt oder gespendet habe. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören, seien Sie großzügig, das fühlt sich nämlich gut an. Ja, vielen Dank an Herrn Roth für diese emotionalen Worte. Sie haben mich sehr berührt und ich bin ganz froh, dass ich das, was ich jetzt sagen möchte, dieses Mal doch aufgeschrieben habe. Liebes Publikum, lieber Chor, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die zu Hause an ihren Bildschirmen sitzen, ich weiß, dass es ganz, ganz viele sind. Ich begrüße Sie und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem, Herr Roth sagte es gerade schon, ersten großen Konzert mit Publikum in dieser Aula seit über 2 Jahren. Abgesehen von unserem kleinen Leistungskonzert im Herbst, was wir hatten. Wir hätten sehr gerne noch mehr Leuten die Möglichkeit gegeben, heute zu kommen. So viele ehemalige Schülerinnen und Schüler haben angefragt, ob es noch eine Karte gibt. Einige sitzen da, die haben es geschafft. Wir durften aber wegen der Hygieneregeln nur 200 Personen in die Aula lassen mit 100 Teilnehmenden. Die dann wenigstens eine Karte für ihre Familie kaufen durften, war die Aula quasi schon voll. Aber ich hoffe, dass man beim Stream den Abend trotzdem gut mitverfolgen kann. Ziemlich genau vor 2 Jahren hätte unser großes Konzert MBU macht Musik stattgefunden.
Alles war fertig, bis ins Detail geprobt. Und dann kam 2 Wochen vor der Veranstaltung der Lockdown. Wir mussten alles absagen. Ich erinnere mich noch sehr genau an diesen Moment, als wir euch, dem Oberstufenchor, das mitteilen mussten. Vor allem auch den 2 Jahrgängen, die mittlerweile ihr Abitur gemacht haben und bestimmt gerade, wollte ich eigentlich sagen, von zu Hause aus zuschauen, beziehungsweise einige von euch sind heute Abend hier und darüber freue ich mich sehr. Wir spielten und sangen genau hier an dieser Stelle zum letzten Mal den Song, ihr wisst, was es war, This is me. Es rollten natürlich auch einige Tränen, auch bei mir. Alle waren wirklich sehr, sehr traurig. Ich habe euch allen damals versprochen, dass keiner von der Schule gehen wird, ohne noch einmal mit dem Chor auf der Bühne zu stehen. Leider konnte ich mein Versprechen nicht halten und das tut mir immer noch ganz doll leid. Aber keiner konnte ahnen, wie lange diese Pandemie uns im Griff haben wird. Aber wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Die Proben fanden online statt. Wir haben draußen mit Mütze und Schal geprobt, immer wieder Punkte auf dem Boden geklebt, um die Abstände einzuhalten, natürlich mit Masken gesungen, alles ausgenutzt, was die Hygienepläne uns erlaubt haben und immer waren fast alle da. Keiner hat sich abgemeldet, ihr seid einfach alle dabei geblieben, 2 Jahre lang und dafür möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken. Das ist mal ein Applaus wert von dieser Stelle. Die Hälfte von euch ist jetzt nur noch wenige Wochen an der Schule. Eure Abiturprüfungen gehen bald los und deswegen wurde es jetzt wirklich Zeit, nochmal ein Konzert auf die Beine zu stellen. Der 24.3. wurde in den Schulkalender eingetragen. Wir hatten endlich ein Ziel und alle freuten sich sehr. Und dann brach genau heute, vor 4 Wochen, dieser furchtbare Krieg in der Ukraine aus. Schon wieder dieses Ohnmachtsgefühl. Wir waren unsicher, ob wir unser geplantes Chorkonzert unter diesen Bedingungen überhaupt stattfinden lassen können. Passt das jetzt? Wir fühlten uns damit nicht wohl. Und ich äußerte meine Zweifel im Lehrerzimmer. Und dann sagte Herr Roth zu mir, ich erinnere mich noch genau an deine Worte, du weißt es vielleicht gar nicht mehr. Ein Mann, dieser Herr Putin, dieser Aggressor aus Russland, wird es jetzt nicht auch noch schaffen, Svenja, sagtest du, uns und euch allen dieses Konzert zu nehmen. Gerade jetzt müssen wir auftreten. Und wir sollten die Musik, die Kunst, eure wunderbaren Stimmen nutzen, um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen, um Spenden für die vielen Flüchtlinge zu sammeln, einfach um was zu tun, um zu helfen. Und so entstand die Idee unseres heutigen Benefizkonzerts. Und dann ging alles ganz schnell. Alle engagierten sich, wir ergänzten unser Programm um einige Titel, Imagine, Give Peace a Chance. Die Schülerin übernahm sofort Moderation. Lina, Ronja, Mia, ein Riesendank an euch. Heute musstet ihr eure Ausarbeitung für die 5. PK abgeben. Nebenbei habt ihr nochmal schnell diese Moderation geschrieben. Ich durfte sie gestern Abend schon lesen. Ich hatte Gänsehaut. Freuen Sie sich auf eine ganz tolle Moderation. Herr Roth probte mit seiner Band mal schnell die ukrainische Nationalhymne und kümmerte sich zusammen mit Edin Konstin um das Stream auf der Homepage. Frau Scholz, alle sind übrigens hier, zeichnete dieses unglaublich schöne Plakat. Haben eigentlich alle die Melodie in den Noten erkannt? Ihr habt noch nicht geguckt, oder? Macht das mal. Frau Kotsch kreierte rührende Eintrittskarten. Herr Schubert bestellte Bücher von ukrainischen Schriftstellern und bereitete 2 kleine Lesungen vor. Die GSV, also die Gesamtschülervertretung unter der Leitung von Frau Carstensen und Herrn Däumlich, engagierte sich enorm, organisierte schon im Vorfeld eine Spendenaktion, ist heute Abend mit einem Catering vor Ort. Vor 2 Tagen sagten wir, wir machen übrigens doch eine Pause. Habt ihr ein paar mehr Hotdogs? Alles kein Ding, haben sie organisiert. Bastelten für uns alle diese wunderbaren Schleifen in den ukrainischen Farmen. Grandios, dieser Einsatz. Unser Fotograf Sven Hasper sagte Termine ab und sagt, na klar, komme ich heute zum Fotografieren. Und dann, nicht zu vergessen, die ganzen Kolleginnen, die hier heute auf der Bühne stehen und mitsingen. Und ich weiß, dass sie ganz schön aufgeregt sind.
Auch mein ganzes Musikteam ist im Einsatz. Herr Hübner sprang da mal schnell für Herrn Budeke ein, der letzte Woche noch in Quarantäne war. Die Technik, Mathis und Edin und alle eure Modulkinder, Jungs, waren wie immer sofort am Start. Sport brachte uns mal schnell alle gesammelten Bänke aus der Sporthalle. Die konnten gar keinen Unterricht mehr machen. Ja, und dann natürlich unsere Schulleitung. Und ihr, liebes Kollegium, die ihr jetzt, glaube ich, ich weiß, ganz viele sitzen zu Hause, ihr habt uns sehr großzügig mit der Organisation der Proben unterstützt. Die Freistellung von Schülerinnen und Schülern war überhaupt kein Problem. Alles war sehr, sehr kurzfristig, aber die MBO funktionierte wieder wie in alten Zeiten vor der Pandemie. Und dafür ein riesengroßes Dankeschön an euch alle. Wir werden auch heute mit Masken und Abstand singen, obwohl wir ohne Masken singen dürften. Alle sind heute auch nochmal zusätzlich getestet. Und Sie, liebes Publikum und alle, die zu Hause sind und zuschauen, stellen Sie sich jetzt einfach mal vor, wie sich das Ganze ohne Masken anhören würde. Aber ich verspreche Ihnen, auch mit Masken hört es sich toll an. Wir hatten heute eine tolle Generalprobe und es ist eigentlich unglaublich, was durch diese Masken durchkommt. Also spenden Sie auch von zu Hause aus, Herr Roth sagte es schon, unterstützen Sie unser Projekt. Das Spendenkonto wird immer mal wieder ab und zu eingeblendet. So, und jetzt noch einmal zu euch, lieber Oberstufenchor und liebe Kolleginnen, die mitsingen. Herr Budeke und ich möchten, dass ihr dieses Konzert in vollen Zügen genießt. Es wird bei euch sicherlich in ganz besonderer Erinnerung bleiben. Der ukrainische Präsident Zelensky hat genau heute die Menschen in der ganzen Welt aufgerufen, also 4 Wochen nach dem Ausbruch des Krieges, für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. Und wir sind froh, dass unser Konzert genau heute stattfinden kann. Nutzt die Kraft eurer Stimmen, die Energie, die in euch steckt, eure momentanen Gefühle und singt aus vollem Halse für die Ukraine, für die Menschen, die auf der Flucht sind, für die Freiheit. Wir wissen, was in euch steckt. Zeigt es uns. Dankeschön.
Viva la vida. Lebe das Leben. Das Motto dieses Songs, das Sie, liebes Publikum, liebe Eltern, liebe Freunde, liebe Lehrer und vor allem auch Sie da zu Hause gerade gehört haben, war wahrscheinlich für uns alle hier in den letzten beiden Jahren leichter gesagt als getan. Wie soll das auch gehen? Wie soll man sein Leben leben, wenn man nur eingeschränkt tun kann, was man möchte? Immer auf der Hut vor Ansteckung. Und vor jetzt und vor allem jetzt zur jetzigen Situation, zu der wir uns heute auch zusammengefunden haben. Wie sollen wir ohne ein schlechtes Gewissen feiern und Spaß haben, wenn in einem Land nicht weit von uns entfernt Krieg herrscht? Und wie sollen Ukrainer selber in ihrer Situation allein an Spaß denken? Darüber machen wir uns alle wahrscheinlich gerade Gedanken. Das ist total richtig und auch total wichtig, aber mindestens genauso wichtig ist es, trotzdem nicht den Mut, die Hoffnung und die Freude zu verlieren an dem, was uns erfüllt. Deswegen hoffen wir, Mia, Lina und Ronja, euch heute Abend ein wenig daran zu erinnern, wie es ist, wenn alles gut ist. Denn wenn gesungen wird und Musik gemacht wird, haben wir schon ganz viel gewonnen. Wir werden euch heute Abend durch den Abend begleiten und an der einen oder anderen Stelle Kommentare zu unseren ChorsängerInnen, Bandmitgliedern, unseren Lehrern, der Schule und der momentanen Situation zum Besten geben. Auch wenn ein Kanon manchmal wie ein großes Durcheinander wirkt, kann er auch ein Sinnbild für unsere Gesellschaft sein. Wir bewegen uns alle auf den gleichen Grundlagen und spielen und singen dabei trotzdem gemeinsam unsere eigene Melodie. Und bezogen auf das, was gerade in der Welt passiert, und die große Notwendigkeit, gemeinsam zu spielen, zu denken und zu handeln, lasst uns nun trotz und gerade mit unseren vielen Unterschieden unseren Pop-Medley-Kanon-Krieg von Herrn Budecke singen. Also, Handys aus und Taschentücher raus. Mit unserem geliebten Pop-Medley-Kanon geht es nun weiter.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich auch hier sein darf. Ich werde in zwei kleinen Teilen versuchen, der ukrainischen Literatur eine Stimme zu verleihen, meine Stimme zu geben. Und auch mich beschämt es und erfüllt mich voller Scham, wenn ich mir angucke, aus welchen Jahren die Texte sind, zum Teil 2012, 2017, 2019. Und seit 4 Wochen befinde ich mich in irgendeiner Schockstarre, die ich gar nicht artikulieren kann. Und im Anbetracht dessen, dass es all die Texte bereits seit Jahren gibt und wir sie nicht hören wollten, wir sie nicht hören wollen, macht es mich also traurig. Und deswegen freue ich mich, dass ich die Gelegenheit habe, heute hier 4 Texte vorzulesen. Der erste Teil ist aus einem Bericht, aus einer Reportage, aus Aufzeichnungen von Stanislav Asseyev, einem ukrainischen Journalisten, der in einem Gefängnis sitzt, was man gar nicht Gefängnis nennen kann. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte nennt es Foltergefängnis. Und er ist inhaftiert, weil er die Donetsker Volksrepublik, die sich seit April 2014 eben als Autonomie behauptet, in Anführungszeichen gesetzt hat. Und daraus lese ich einen kurzen Text. Das kann allemal nur als Einladung verstanden werden, sich weiter mit diesen Texten zu beschäftigen. Erstes Kapitel, Ankunft. Sie laden uns einzeln aus. Den einen sind die Hände mit Klebeband gefesselt, meine mit fest eingerasteten Handschellen. Alle haben einen Sack oder eine Plastiktüte über dem Kopf. Alles,
Was ich aus dem letzten Keller mitgenommen habe, ist mein Manuskript. Alle anderen Sachen habe ich an. Sie stellen uns die Köpfe noch unter den Tüten an die Wand, durchsuchen uns sorgfältig, die Papiere in der alten Mappe mitzunehmen, erlauben sie. Das ist die Ankunft und jeder von uns versteht mit der Zeit, dass er nicht in ein Gefängnis geraten ist. Genauer gesagt, nicht in ein offizielles Gefängnis, wohin Menschen normalerweise gebracht werden. An diesem Ort sind die Tatvorwürfe ganz andere. Spionage, Terrorismus, Extremismus. In der Zukunft wird es zwei Urteile gegen mich geben, jedes zu 15 Jahren, jedes auf der Grundlage von 7 Strafrechtsparagraphen. 6 davon werden mit meiner beruflichen Tätigkeit als Journalist verbunden sein und nur einer mit Spionage. So sieht das Bild bei fast jedem hier aus. Ein Gefängnis für besonders Gefährliche. So hat die Administration unser Kontingent eingestuft. Wir werden in die Zellen geführt, alle Türen sind dick schwarz gestrichen, die Fenster mit weißer Farbe übermalt, in jeder Zelle brennt rund um die Uhr Licht. Man darf es nicht einmal tagsüber ausschalten. Kaum öffnet sich die Tür, springen auch schon alle von ihren Pritschen auf, ziehen die Plastiktüten über die Köpfe, verbergen die Hände hinter dem Rücken und drehen sich mit dem Gesicht zum Fenster. All das geschieht innerhalb von 2-3 Sekunden. So sind die Regeln. Weder zu liegen, noch in Richtung Fenster oder Videokamera zu sehen, ist erlaubt. Das ist also die Isolation. Straße des hellen Weges Nummer 3. Wir sind auf dem Gelände der früheren Fabrik für Isoliermaterialien im Zentrum von Donetsk angekommen. Hier ist ein Militärstützpunkt und in Doppelfunktion eines der grausamsten Gefängnisse der sogenannten Donetsker Volksrepublik. Dieses Gefängnis fällt in keine Kategorie. Offiziell existiert es nicht. Inoffiziell befinden sich in den Kellern und Zellen Dutzende Menschen, rund um Beton und Armierungseisen. Das ist der Fertigungsbereich der Fabrik, den ich persönlich erst in einem Jahr sehen werde, als sie mir endlich erlauben werden, die Tüte abzunehmen, bevor es in die Dusche geht. Aber vorerst können wir uns nicht daran gewöhnen, dass in der Zelle ein Waschbecken und ein Klo sind. Bei uns schält sich immer noch die Haut ab nach dem Keller des Kontors, in dem ich 1,5 Monate verbracht habe. Andere mit weniger Glück waren über 200 Tage dort. Die Haftbedingungen verwirren uns, sie verwirren jeden, der von diesem Gefängnis hört. Ein Konzentrationslager mit Klimaanlage? Machen Sie Witze? So eine Frage habe ich später schon wieder in Freiheit oft gehört, wenn ich zu erklären versuchte, was dieses Gefängnis für uns war. Nun, Sie werden tatsächlich von kleinen Blumen unter den Fenstern begrüßt, wenn Sie in der Sommerzeit ankommen. Und in einigen Zellen können Sie eine Klimaanlage finden. Das ist die Wahrheit. Aber nicht die ganze. Mein innerhalb eines Monats ergrauter Nachbar wird Ihnen noch Ihren anderen Teil erzählen. Eine Woche konnte er nicht sprechen wegen seiner verschwundenen Stimme, die er nur in einer Nacht verloren hatte, während er schrie. Mit an seinen Genitalien befestigten Stromdrähten. Elektrischer Strom und ein Hodensack, von dem sich die Haut abschält, erzählen so viel mehr von der Isolation als eine Klimaanlage. Thank you.
Es ist echt nicht leicht, in Worte zu fassen, was hier gerade alles auf der Bühne passiert ist. Erst das Lied Fix You vom Chor des 11. Jahrgangs, geleitet von Frau Lindemann, wo es um die bedingungslose Fürsorge für eine geliebte Person geht, welche gar nicht weiß, was sie selber braucht und sich verloren fühlt. Genau diese Fürsorge lässt sich natürlich auch auf die aktuelle Situation der Ukrainer und Ukrainerinnen übertragen, welche sich diese vom Rest der Welt wünschen. Sich wünschen, dass die Welt sagt, I will try to fix you. Und genau das werden wir versuchen. Gefolgt von Fix You kam die sehr bewegende und emotionale Lesung von Herrn Schubert. Wir danken Ihnen vielmals. Dann wurde übergeleitet in den Song Imagine von John Lennon. Diesen Song hat bestimmt jeder von Ihnen in den vergangenen Wochen viel im Kontext des aktuellen Krieges gehört. John Lennon malt dabei schon fast ein Bild von seiner eigenen Utopie und lädt den Hörer dazu ein, mitzukommen. Imagine all the people living life in peace, sharing all the world. Und viele weitere Worte verdeutlichen dabei die Einigkeit und den Frieden der Menschen ohne jegliche Grenzen. Das nächste Stück, was Sie von uns hören werden, ist All of Me. Auch ein Song von John Lennon. Nein, Ronja, von John Legend. Genau. Das Stück begleitet viele von uns jetzt schon seit 2 Jahren in unseren Chorproben. Tatsächlich haben wir 13-Klässler den Song noch im ersten Semester gelernt und große Teile dann weiter im Online-Chorunterricht verbessert, was uns nicht nur sehr viel Geduld, sondern auch sehr viel Arbeit erfordert hat. Jeden Montagmorgen um 8 hieß es dann, Kameras an und einsingen. Man muss unserem Chor, den Sie hier auf der Bühne vor Ihnen sehen, eins lassen. Dadurch, dass wir immer entweder online oder mit Abstand geprobt haben, können Sie sich sicher sein, dass die meisten von uns Ihre Stimme und auch die Töne treffen. Da Sie ja zu Hause keine andere Stimme um sich hatten und völlig auf sich alleine gestellt waren. Also sehen und vor allem hören Sie selbst. All of Me, jetzt für Sie, hier und zu Hause. Nun zum ersten Mal auf unserer MBO-Bühne. Viel Spaß. Oh, my God.
super. Ja. Was ist aus den einfachen Dingen des Lebens geworden? Ich werde alt und brauche etwas, auf das ich mich verlassen kann. So auch Keen in Somewhere Only We Know. Der Song wurde unterstützt von unseren zauberhaften Stimmen unserer Solisten Sarah, Madeleine, Nicola und Julia. Brauchen wir nicht alle etwas, auf das wir uns verlassen können? Oh ja. Fast genauso melancholisch wie Somewhere Only We Know ist unser nächstes Lied, Always Remember Us This Way, aus dem Kinofilm A Star Is Born, gesungen von Lady Gaga, heute von uns. Ungefähr die Hälfte von uns, die wir vor Ihnen stehen und singen, sind aus dem 13. Jahrgang. Das heißt, unsere Schulzeit nimmt in wenigen Wochen ihr Ende. Da wir in den letzten Jahren aus pandemischen Gründen leider nicht vor Ihnen stehen konnten, um unser Können zu beweisen, hoffen wir, dass Sie uns durch dieses letzte Chorkonzert nicht vergessen und in Gedanken behalten. Also, always remember us this way. Arizona sky, burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. Choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Now I'm in love. You're where I want.
lese jetzt drei Gedichte. Ich lese jetzt drei Gedichte. Zwei Lyrikerinnen und ein Autor, Sehi Shadan, den man auch durch seine Romane in Deutschland neuerdings kennt, zum Beispiel Internat. Ja, inspiriert bin ich von der Poesie-Webseite lyriklein.org, die seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine jeden Tag ein ukrainisches Gedicht im Originalton mit Originaltext und deutscher Übersetzung präsentieren. Katharina Babkina, dein kleiner Gott ist ein Herzensfresser. Dein kleiner Gott ist ein Herzensfresser, ist ein schlimmer Traum, missglückte Zeit. Er schreibt auf seinen verhexten Zettel, was er wirklich nicht von uns denkt. Er ist nicht dein Freund, dieser kleine Gott, ist nicht dein Wohl, keine Wärme. Er trocknet unterm Tischtuch das blühende Moos, das sonst nichts mehr zum Knospen kommt. Dein kleiner Gott ist ein grauer Satan, wie ein schlimmer Winter, wie giftiger Dampf. Seine Behausung ist die Schublade, wo du dein Nähzeug und Knöpfe hast. Ein Heuchler und Geizhals ist dein kleiner Gott. Als Opfergabe nimmt er alte Schlüssel. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich bat für uns beide. Er aber verdüstert sich, schweigt. Ich habe ihm all meine Schätze gebracht. Ich habe ihm Glühwein und Grog gekocht. In der Küche habe ich Pilze getrocknet, um ihn milde zu stimmen. Deinen verfickten Gott. Ich war mit dir, wollte, wie ich nur konnte. Noch im Weggehen habe ich ihn mit Klagen beworfen. Jetzt ist er ruhig, weil er gewonnen hat. Und raschelt nachts wie ein farbloser Lemming. Die Suchmaschine von Sehi Shadan. Lange habe ich nach ihr gesucht. Ihre Nummer stimmte nicht mehr. Sie hatte die Stadt verlassen. Im Netz keine Spur von ihr. Über Bekannte war sie nicht zu finden. Über die Kirche auch nicht. Irgendwann meldete sie sich, schrieb über dies und das, ihren Umzug, die neuen Umstände, die Gewöhnung. Sie berichtete von ihrem Bruder. Ihm galt ihr Brief. Von ihm, von seinem Tod wollte sie erzählen. Ich war wohl nicht der Einzige, dem sie schrieb, jedenfalls nicht der Erste. Zu abgeklärt klangen ihre Zeilen. Es hat alle erwischt, alle auf einmal, schrieb sie. Als einzige Salve. Unsere kamen zurück und wollten die Toten holen. Oder das, was von ihnen übrig war. Am schwierigsten war es mit den Beinen. Jeder brauchte zwei Beine. Beim Zusammensetzen kam es auf die Beine an. Zwei sollten es sein und dann möglichst gleich lang. Ihr Bruder hatte Musik gemacht, eine gute Gitarre besessen, die er häufig verborgte. Was sie jetzt damit machen soll, fragte sie. Ich habe versucht zu spielen, mir die Fingerkuppen aufgerissen, bin aus der Übung. Das hat sehr gebrannt und will nicht verheilen. Du fliegst in der Stille dahin, von Olena Herasumiuk. Du fliegst in der Stille dahin auf einem wilden Pferd, durch den Wald mit seinen goldenen Zweigen, durch das Massiv des Bergs, durch die Blätter im Gras, durch das Licht, dick wie Honig. Das Pferd verflüchtigt sich, ein aufgeschreckter Schatten, eine Explosion, hell wie ein Stern, wie der Tod. Der Wald erhebt sich. Er steigt und steigt, er bedeckt dich. Eine Gemse fliegt vorbei, leicht wie ein Schmerz, dein Kopf
den dein Kopf nicht fühlen kann. Und hinter ihr erscheinen blanke Schädel mit ihren Hunden. Und ringsherum ist alles Gras. Es wächst schnell, überwuchert alles, überwuchert die Schreie und die Augen, trägt dich und die anderen nach oben in seinen verrückten Lauf. Und sie wittern den Geruch, das Blut, die Fährte. Und in dir ist das Wachstum des Grases und es erlöst nur dich. Aber Erlösung ist ein Mythos, in den du dich verwandelst, in ein, zwei Jahren, der dich überwuchert wie das verwünschte Gras, das nicht aufhört zu wachsen. Der Morgen dämmert und nimmt dich mit. Bewahr dir diese Erinnerung. Aber nein, sie bleibt weder ihm noch dir. Und alles schließt sich wie Kreise im Wasser. Und die Freiheit ist ein abgeschlagener Kopf. Verzeih, hier wirst du wiedergeboren. Shalom, der Begriff der Vervollständigung, Gesundheit, Wohlfahrt, Sicherheit und vor allem der Begriff sinnbildlich stehend für den Frieden. In diesem Sinne danken wir nochmal Herrn Schubert für die beiden großartigen und emotionalen Lesungen in Gedenken an die Opfer des Krieges in der Ukraine.
Man kann wahrscheinlich nicht genug betonen, wie wichtig es ist, besonders zur heutigen Zeit, an den Frieden zu glauben bzw. auf ihn zu hoffen. Natürlich stellt sich die Frage, was das ganze Hoffen und die vielen Versuche, solch schreckliche Dinge wie den Krieg zu stoppen, überhaupt bringen, wenn sich manch andere einfach brutal dagegen stellen. Doch wenigstens können wir uns sicher sein, nichts davon ist umsonst. Kein Gedanke, keine Hoffnung. Genauso wenig ist es umsonst, weiter alles zu geben, diesem Krieg ein Ende zu bringen. Wie durch unser heutiges Konzert, wo wir aufmerksam machen auf das, was dort in der Ukraine passiert und gemeinsam an die denken, die uns gerade am meisten brauchen. Und genau dazu, wie wir als MBO der Ukraine heute mit unserem Konzert helfen wollen und werden, möchte unsere Schulsprecherin Melissa etwas Genaueres erzählen. Danach gibt es eine 20-minütige Pause. Grüßt euch, freut euch und stärkt euch vor allen Dingen für die zweite Hälfte unseres heutigen Konzertes. Hallo und guten Abend an Sie alle hier im Saal und auch an alle, die online zuschauen. Wie gerade eben schon angekündigt, wir sind das aktuelle Schülersprecherteam dieses Jahres. Heute ist ein besonderer Abend für uns alle, der nur durch so viel Zusammenhalt der Schulgemeinschaft entstehen konnte. Wie Sie alle wissen, hat dieses Konzert aber auch einen traurigen Anlass. Der Krieg in der Ukraine nimmt uns Schüler und Schülerinnen sehr mit. Viele fühlen sich unsicher, haben Angst um ihre Familie und im schlimmsten Fall sind sie sogar selbst betroffen. Deshalb und vor allem um den 4 Millionen Opfern zu helfen, denen es in diesem Moment wirklich sehr, sehr schlecht geht, wollen wir als Schule zusammenhalten. Damit sie wissen, was mit ihrem Beitrag gemacht wird, den sie hier spenden, wollen wir ihnen jetzt die Organisation vorstellen, die wir mit unseren gesammelten Spenden unterstützen. Dies ist der Verein Ukraine Hilfe Berlin, welcher 2014 anlässlich des Krimkrieges gegründet wurde. Die Gründungsmitglieder haben sich damals auf einer Antikriegsdemonstration kennengelernt und haben festgestellt, dass sie mehr machen wollen, als nur zu demonstrieren. Aus dem Wunsch heraus, aktiv helfen und unterstützen zu können, haben sie kurzerhand einen gemeinnützigen Verein gegründet, in dem alle ehrenamtlich tätig sind. Als dieser arbeiten sie seit einigen Jahren zum Beispiel mit Krankenhäusern, Alten- und Kinderheimen in der Ukraine zusammen, welche sie unter anderem mit Sachspenden beliefern. Im Verein läuft alles auf einer Ebene und man kennt die ukrainischen Partner und Partnerinnen persönlich. Dadurch sind schnelle Kontakte möglich und die Spenden kommen sicher zu ihren Zielorten. Kommen wir nun zu einem wichtigen Punkt für diesen Abend. Und zwar, was mit dem Geld gemacht wird, was Sie heute Abend spenden. Aktuell kümmert der Verein sich um drei wesentliche Punkte. Zum einen leisten Sie humanitäre Hilfe im Kriegsgebiet, zum Beispiel durch das Verteilen von Lebensmitteln. Zum anderen konzentrieren Sie sich auf das Beschaffen von medizinischen Utensilien, wie zum Beispiel Gehhilfen, Rollstühlen oder auch Beatmungsgeräten. Was uns beeindruckt hat, ist, dass sie spezielle Medikamente für ihre Partnerorganisation in Kiew besorgen. Dies sind unter anderem Krebsmedikamente oder auch Schilddrüsenmedikamente. Dadurch, dass der Verein größtenteils in Berlin ansässig ist, war eins für uns klar: Wir sind eine Berliner Schule. Warum unterstützen wir nicht einen Berliner Verein? Da der Verein unsere Ansicht teilt, dass Geldspenden, insbesondere für Medikamente, sehr wichtig sind und wir dort eine genauso großartige Zusammenarbeit wie an unserer Schule erkennen konnten, haben wir uns für die Ukraine Hilfe Berlin entschieden. Wie schon einmal am Anfang des Konzerts erklärt, können Sie online über unser Schulkonto spenden. Die Daten dazu finden Sie auf unserer Website. Für alle hier vor Ort gibt es noch weitere Möglichkeiten. Sie können eine Wohltätigkeitsschleife kaufen, etwas trinken oder essen oder einfach ein bisschen die umhergehenden Spendenboxen füllen.
Wir danken Ihnen schon mal vorab und wünschen Ihnen weiterhin einen schönen Abend.
I'm gonna fight them all. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. They're taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. I'm back and forth on my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says, leave it sure.
Wie vielseitig Musik und vor allen Dingen auch die MBO sein kann, fällt bei diesem Konzert doch sehr auf. Die Buba-Band, welche ihr soeben gehört habt, hat mal wieder ihr Können unter Beweis gestellt. Zu Anfang haben sie für uns die ukrainische Nationalhymne gespielt und jetzt rocken sie hier auf der Bühne die Lieder Seven Nation Army und Spooky. Der Titel Seven Nation Army von den White Stripes ist wahrscheinlich allen von uns hier bekannt durch die total bekannte Bassline, die wir ja alle kennen. Okay. Zu spät. Okay. Der Titel des Stücks geht darauf zurück, dass Jack White, der Komponist, als Kind ein Wort falsch verstanden hat. Aus Salvation Army, also heilsame Armee, wurde Seven Nation Army, also die Armee der sieben Nationen. Im Song ist die Seven Nation Army nur eine Metapher für den Umgang mit der Band, mit dem immer größer werdenden Erfolg. Die traurige Wahrheit ist, dass die Ukraine im Moment mit einer sehr realen Armee zu tun hat, gegen die das Land sich im Moment zur Wehr setzen muss. Wie Sie ja gerade gehört haben, haben Sie die Buba-Band gehört. Leider leidet das Projekt gerade an Nachwuchsmangel. Also, liebe Schüler, fühlt euch angesprochen. Wenn ihr ein Instrument spielt und euch gefallen hat, was ihr gerade gesehen habt, dann wendet euch doch vertrauensvoll an Herrn Roth und werdet Teil der Buba Big Band. Sag mal, Lina, was machst du denn eigentlich nach dem Abi? Das Gleiche kann ich doch dich fragen. Wolltest du nicht erstmal verreisen und dich selbst finden? Touché. Die Frage, was man eigentlich nach dem Abi machen möchte, hören wir alle so gut wie jeden Tag.
dann mal eben so zu sagen, das bin ich und das will ich mal mit meinem Leben anfangen, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und schon vor 2 Jahren, als wir 13-Klässler in der 11. waren, haben wir zusammen mit den damaligen 12- und 13-Klässlern auf der Chorfahrt das Lied This Is Me geprobt. Von morgens um 8 bis abends um 9 wurde nur gesungen. Wir haben so lange für unseren großen Auftritt bei MBO Macht Musik geprobt und geprobt. Nur 2 Wochen vor MBO Macht Musik fing dann der Lockdown an. Wir alle in der Aula versammelt, Frau Köhler am Klavier und wir alle wussten eigentlich schon, was sie uns gleich verkünden wird. Wir können nicht auftreten. Aber jetzt stehen wir hier, endlich, 2 Jahre später und zeigen Ihnen, was wir Ihnen schon damals zeigen wollten. Wir wissen zwar noch lange nicht besser, was wir sein wollen, aber vielleicht ein bisschen mehr, wer wir sein wollen. Jetzt kommt This Is Me. We don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say. No one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us. For we are glorious. When the sharpest words
take one more step towards you. 'Cause all that's waiting is regret. And don't you know that I'm not yours anymore? The love I love the most. Learn to live. Bei diesem Lied und so einer starken Message dahinter kriegt man ja gleich Gänsehaut, oder? Tearing Love Apart. Genau das Gegenteil soll dieses Konzert heute bewirken. Wir wollen Verein singen und Spenden sammeln, um die Ukraine zu unterstützen. Deswegen wollen wir Sie jetzt schon einmal herzlich dazu einladen und dazu aufrufen, online oder auch hier vor Ort zu spenden, um das zu unterstützen, wofür wir hier heute auf der Bühne stehen und für Sie singen. Aber mehr dazu nachher.
Auch im nächsten Stück geht es um Zusammenhalt und um das Verschwinden ins Tiefe. Davon singen Lady Gaga und Bradley Cooper. Oder in unserem Fall Theodore und Madeleine. Genauso wie Bradley Cooper und Lady Gaga musste auch unser Chor in den letzten Jahren viel Zusammenhalt beweisen. Denn wir haben auch im Lockdown geprobt und an unseren Stimmen gearbeitet. Auch wenn der ein oder andere mal die Montagsprobe um 8 Uhr wegen Krankheitsgründen oder zufälligen Internetproblemen verpasste, konnte der Lockdown unserem Chor fast nichts an. Was dabei rausgekommen ist, hören Sie jetzt bei Shallow, ein weiteres Lied von A Star Is Born. Ob das nicht Frau Köhles und Herr Budekes Lieblingsfilm ist? Ich glaube schon. In dieses besagte tiefe Wasser wurden auch ein paar von uns letzten Freitag im hohen Bogen geworfen. Typisch unsere Musiklehrer. Elva, kommt doch mal ran. Ihr könnt das Lied doch wohl. Also Elva, kommt doch mal ran und unterstützt uns bei Shallow. Olina, die sind doch schon längst da. Ach so, stimmt. Viel Spaß bei Shallow. Shut up.
Eine Person, nach der viele von uns im Moment am liebsten verzweifelt schreien würden. Egal wie alt wir doch alle sind, irgendwie hat jeder von uns die Momente, in denen unser inneres Kind einfach wieder frei, sorglos und vergnügt sein will. Schon beim Live Aid Konzert 1985 wurde das Lied Bohemian Rhapsody von Queen weltweit zugunsten Afrikas übertragen. Heute richten wir dieses Lied zugunsten der Ukraine und dem Frieden in der Welt, welcher gerade in letzter Zeit auch viel durch Polarisierung geprägt war. Bitte nehmt uns den ein oder anderen falschen Ton nicht übel. Das Lied ist nicht ganz easy und wurde vor allem alleine zu Hause mit den kritischen Ohren unserer Familie geprobt. Aber singen Sie mit, wenn Sie es können. Lasst uns gemeinsam hier und Sie zu Hause unser inneres Kind herauslassen und Spaß haben bei der Bohemian Rhapsody. Danach gibt es ganz vielleicht... Mann, Ronja, die wissen es doch eh schon alle. Eine kleine Zugabe. Dabei wird unsere GSV mit Spendenbeuteln rumgehen. Wir hoffen natürlich auf Ihre Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Wir verabschieden uns nun schon einmal von Ihnen. Am Ende wird unser Schulleiter, Herr Thiessen, noch einmal auf die Bühne kommen. Es war ein wundervoller Abend und wir... Entschuldigung. Wir sind sehr geehrt, Sie durch das Programm leiten zu dürfen, geführt haben zu dürfen. Wir hoffen auf viele Spenden und hoffen aber vor allem, dass Sie auch einen schönen Abend hatten. Kommen Sie gut nach Hause und vor allem kommen Sie bald wieder zu unserem Open-Air-Konzert am 16. Juni in der Zitadelle, Spandau. Wir freuen uns auf Sie. In live, nicht online und hoffentlich auch nicht begrenzt. Ein ganz großes Dankeschön auch von uns alle an alle, die uns heute auch von zu Hause begleitet haben. Auch wenn ihr nicht live dabei seid, im Herzen seid ihr es. Und dafür vielen Dank. Sometimes wish I'd never been born at all.
Thank you.
will hier unbedingt mitten rein. Ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Nach dem Abend können Sie vielleicht verstehen, warum ich unglaublich glücklich bin, an dieser Schule Schulleiter zu sein. Das ist großartig. Ja, das habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber das ist mir wieder so bewusst geworden heute Abend. Wir haben 2 Jahre keine Musik gehabt und so weiter und so weiter. Und jetzt sowas. Ich möchte mich im Schnelldurchlauf bedanken. Frau Köhler hat ja schon ganz viele genannt. Ich bedanke mich bei euch Sängern, Sängerinnen, Musiker, Musikerinnen. Das war großartige Musik heute Abend. Großartig. Ich bedanke mich bei den Moderatorinnen. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei den vielen Helfern und Helferinnen, die Frau Köhle vorhin schon vorgestellt hat, bei den Lehrkräften, die dieses Konzert unterstützt haben. Und nennen will ich unbedingt noch jemanden, der natürlich sich bei sich nicht bei sich selbst bedankt hat. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für diesen großen Abend auch natürlich ganz besonders bei Frau Köhle. Und liebe Gäste hier im Saal und liebe Gäste zu Hause, ich bedanke mich ganz besonders doll auch über die vielen, vielen Spenden, die schon eingegangen sind. Ich sage mal die Summe das war so 19.15 Uhr vielleicht, in der Pause war es 19.30 Uhr, da waren wir bei 7.100 Euro. Aber seit, was war das, 19.30 Uhr sind wir bei 8.100 Euro, weil heute Abend der ehemaligen Verein und der Förderverein zusammen 1.000 Euro gespendet haben. Liebe Gäste, dies ist ein bedeutsamer Tag für die MBO. Es war geplant als erster großer Konzertabend seit Beginn der Pandemie vor 2 Jahren. Endlich wieder Musik an der MBO, das war unser Plan. Dann aber kommt es in der Ukraine oder in der Ukraine zu einem brutalen Angriffskrieg, der uns erschüttert und sprachlos macht. Und dadurch bekommt dieser Tag, dieser Abend eine noch viel größere Bedeutung. Wir widmen diesen Abend den Opfern des Krieges. Wir wollen einen Beitrag leisten, wir wollen ein Zeichen setzen. Vielleicht wundern sich einige, warum wir viele fröhliche Lieder gesungen haben, warum wir strahlen und lachen, warum wir Freude haben. Aber gerade das ist doch unser Zeichen. Wir wollen diesem Krieg unser Lachen entgegensetzen. Wir wollen diesem Krieg unsere Fröhlichkeit entgegensetzen. Wir wollen diesem Krieg unseren Optimismus entgegensetzen. Wir wollen diesem Krieg unseren Frieden entgegensetzen. Lassen Sie uns am Ende des Abends alle aufstehen und die berühmten Zeilen singen. All we are saying is give peace a chance. Yeah.
Dankeschön an Frau Köhle, vor allem Herr Budecker genauso, alle Lehrer, die mitgemacht haben. Es ist ganz toll, wieder auf der Bühne zu stehen und dass sie uns das ermöglichen. Nochmal so zum Ende. Vielen, vielen Dank. Es waren absolute Ehrengäste hier in der Aula. Ja, vielen Dank.